Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Letztes Mal, genau, wir waren dabei, den Berg abzutragen, ich erinnere mich. Gehen wir hoch und machen weiter. Wir sind nämlich momentan dabei, wie heißt's? Genau, die Windmühle wollen wir bauen. Und hoffen dann mal, dass das auch alles hier schön aussehen wird. So. Gestern haben wir noch Raka gespielt. Erstmal zweit. Das sieht sehr blöd, weil irgendwie ist jedes Online-Game kompletter Bullshit, wenn man random spielt. Danach haben wir noch einen Kollege dazu. Und später kam der Troll, dann haben wir dieses Battleground-mäßige Spiel. Nicht Battleground-mäßige, sondern wie heißt es, das Deathmatch. Das muss ich sagen, ist extremst cool. Also wirklich, ich verstehe nicht, warum andere Games sowas nicht haben. Hallo Hand, dich ist das gerichtet. Wieso du keine Private Lobby oder irgendwas hast, wo man Sachen mal testen kann. Selbstverständlich, ich und Tina haben wesentlich mehr verloren, weil die anderen beiden schon wesentlich länger das Spiel spielen. Und dementsprechend wesentlich besser darin sind. Weil das ist echt ein Spiel, wo du mit der Zeit Sachen lernst, das muss man echt sagen. Allein halt dieses Movement, allein das nach dem zweiten Angriff immer zu canceln, ist schon was, wo du erstmal wieder rein, wo man erstmal reinkommen muss. Aber hat auf jeden Fall Fun gemacht. Also Tina hatte nicht so viel Spaß, weil Tina nicht sehr gerne verlieren tut. Aber für mich war es absolut fein. So, aber jetzt habe ich wieder richtig Bock auf Minecraft. Bisschen relax und morgen früh für 1-2 Stunden. Nice. Für heute ist geplant, ich glaube, Hand wollten wir ein bisschen spielen, weiß ich noch nicht. Mal gucken, ob Tina später Lust hat, kann die aussuchen. Mir ist das immer egal, was wir machen. Ist doch schon mal wesentlich mehr Platz wieder geworden. Ich meine, bis dahin war, glaube ich, Erde. Also nochmal wesentlich. 4-5 Felder sind da frei geworden, allein durch die Erde. Große Gedanken habe ich mir noch keine gemacht, wie es aussehen soll jetzt gleich. Mal gucken. Da kommt spontan. Aua. Glück habe ich eigentlich, ja, geht noch. Ich dachte, ich wäre schon fast voll mit Inventar. Das sieht so schön aus. Ich bin auch überlegen, ob ich das auch noch da wegmache oder ob ich das komplett zubaue. Mal gucken. Aber das sieht auch echt gut aus. Hier mit den Kürbissen. Die sind jetzt alle auch voll gewachsen. Dann die Melone da hinten. Kartoffeln. Ja. Aber das ist noch nicht ganz fertig. Ach, eine kaputt. Wie schnell geht das denn jetzt? Zocken. Keine Ahnung, ich mag es im Hand immer gerne eigentlich eine längere Pause zu haben. Dann macht das Spiel danach wesentlich mehr Spaß. Aber ich finde es oft sehr deprimierend, weil es ist halt echt nicht das geilst programmierteste Game. Allein sowas wie die Damage, also das ist ja schon lächerlich.
hast eine Waffe, beispielsweise die Sparks, die immer 149 Schaden machen soll. Da triffst du einen Gegner auf, weiß ich nicht, 20 Meter, triffst dann nochmal mit der Uppercut und der stirbt nicht. Dann denkst du auch noch, was ist das für ein Scheiß? Und das passiert dann regelmäßig. Das sieht man in den Videos ja auch permanent. Dass ich dann sowas wie Slow-Mo mache. Und dann halt wirklich sage, der eine Typ beispielsweise, jetzt einfach das Beispiel, der fällt da runter aus, weiß ich nicht, wie viele Meter Höhe. Ich habe es letztens nochmal getestet, selbst, also ohne Perk verlierst du, ich glaube, 50, ja, anderthalb Balken waren das, also was sind anderthalb Balken? 60 Leben sind das, anderthalb Balken. Verlierst du ohne Perk, das heißt mit Perk verlierst du 30 HP. Das ist ja 50% Damage Reduction. Bei Fallschaden. Krieg danach eine Romero ab. Auf weiß ich nicht wie viele Meter, wo 90% aller Pellets getroffen haben, weil man sieht ja auch im Video, ist in Slow-Mo keine Einschläge in der Wand. Dementsprechend müsste der größte Teil ja wirklich getroffen haben. Und danach wird er noch zweimal von einer Pax getroffen und stirbt nicht. Da denke ich mir halt nur, fick dich da einfach, Game. Irgendwann reicht's auch mal. Also, irgendwann kannst du dich auch mal wirklich, ne? Ist halt dann schon irgendwann lächerlich. Wenn du halt, weiß ich nicht, ein Loadout für, weiß ich nicht, 2000 Euro, das Geld ist mir scheißegal. Ich meine, ich habe allein Dolches im Wert von, ich glaube, 700.000 in meinen ganzen Charakters umhängen. Mich nervt's einfach, weil man so viele Kämpfer hat häufig, die man 100% gewinnen würde, wenn die Waffen einfach das machen würden, was sie sagen. Da triffst du deinen Gegner zweimal mit einer Label direkt hintereinander auf 30 Meter oder 50, ist ja auch scheißegal und der stirbt nicht. Denkst du auch einfach nur, komm mal klar, Game, das sind, weiß ich nicht, 400 Damage, der Hand hat 150 maximal. Oder ein Crossbow, ein Explosive, ne, ein Shotbolt heißt es so. Crossbow sind, ich glaube, 390 Damage und manche Leute überleben zwei Stück davon. Da denke ich mir, hallo Game, das kann doch nicht wahr sein, sowas. Also, irgendwo ist da doch ein gigantischer Fehler drin, oder nicht? Und da hätte ich mal wirklich gerne einen Private Server. Einen Private Server, wo du einfach solche Sachen ausprobieren kannst. Dass man halt wirklich mal sieht, ich schieße dir jetzt auf 50 Meter in den Bein. Wie viel Schaden kommt denn da dann wirklich an? Weil ich finde, mit Hand ist extrem das Problem, die Headshots. Ich finde, Headshots sollten nicht one-hitten. Außer bei sowas wie, also beispielsweise, alle kleinen Waffen sollten Headshot nicht one-hitten können. Sag ich ganz klar. Ab mittlere, also kleine Munitionstypen auf gar keinen Fall. Mittlere Munitionstypen bis, würde ich sagen, 30 Meter ohne irgendwelches Penetration. Und Long Range sollte erst One-Hitten, da gibt es natürlich noch wieder einen Waffen, also die Munitionstypen, finde ich, sollte penetrieren können durch dünnes Holz auf, weiß ich nicht, 60 Meter oder 80 Meter mit White Shot. Oder, weiß ich nicht, 140 Meter ohne irgendwas penetrieren Headshot. Da muss es halt irgendwie einen Nerf geben, weil es kann nicht sein, dass du jemanden 20 Mal treffen tust und der nicht stirbt. Und dann kriegst du einen Headshot auf 500 Meter gefühlt durch 5 Wände und bist one-hit. Das ist einfach fürs Game-Feeling, finde ich, super deprimierend. Weil du spielst besser, du triffst jedes Mal besser, dann macht er einmal einen Lucky Shot, der Gegner, und du bist komplett raus. Und dein Handhaut, alles ist weg. Und das finde ich ist halt super scheiße gemacht. Also das finde ich echt lame. Und das finde ich ist das einzige Problem eigentlich bei Hand. Und halt, dass sie keine vernünftigen Modis reinbringen. Ich meine, wie geil wäre das Game, wenn du einen richtigen Battle Royale Modus hast, wo du eine Zone hast, die kleiner wird. Oder wenn du einfach mal mehr Leute auf der Map hättest. Oder Private Lobbies hast. Allein wie viel Fun das machen würde. Zweierteams mit Tina Troll und noch anderen zu machen. Einfach gegeneinander.
ich hätte, das würden wir wahrscheinlich den ganzen Tag machen, weil das einfach Bock machen würde. Das würde auch 100% auch für wirklich große Streamer und sowas mit ihrer Community zusammen zu zocken. Ich glaube, das wird dem Spiel einen ganz schönen Push geben an neuen Playern, aber nee, es ist ja viel zu einfach, sehr viel. Lass lieber Skins machen. Lieber Skins machen, die dann für 5 Euro verkaufen können. Denn die Leute heutzutage lieben ja Skins. Aber wenn du da noch irgendwas mal im Discord oder so schreibst oder in Steam, dann kommen die ganzen Social Justice Warriors und quallen dich erstmal an. Also, keine Ahnung, Menschen gehen mir echt auf den Sack, diese komplette Online-Kultur. Das ist halt, ja, weder ein Stürmer hat ein anonymes. Ich glaube, ich fände es auch wirklich, es wäre auch wirklich so genial, wenn du Internetanschluss hast, dass du beim Internetanschluss deinen Personalausweis angeben musst. Wie halt, oder halt bei jedem Spiel, wenn du dich irgendwo registrierst, einen Account machst, musst du immer mit Personalausweis angeben. Und das geht dann, ja. Genau, nicht, dass es dann nur für Spiele in deiner Region gibt, nicht über Korea. Und du kannst es für jedes machen, du musst es dann immer machen. Dass du halt im Account direkt weißt, wer der Cheater ist. Und dann gibt es einfach Seiten, also gibt es ja mal Cheat-Programme, die blocken dann einfach den kompletten Personalausweis. Das heißt, du wirst dein komplettes Leben lang von einem Cheat-Programm geblockt. Natürlich kannst du dann dagegen vorgehen, alles, dann kann das alles richtig geprüft werden, muss natürlich richtig viele Menschen da stehen, also dahinter sitzen. Weil es kann ja immer noch mal Fehler vorkommen, dass es halt nicht passiert. Aber das wäre halt wirklich geil. Weil dann würde niemand mehr cheaten. Weil wenn dann auf dem Spiel steht, dass wenn du wirklich cheatest, also das würde ja nur wirklich zugreifen, wenn du halt cheatest. Und wenn du halt mal nicht cheatest, weil es kann ja mal passieren, dass irgendwie ein Cheat-Programm, irgendein anderes Programm im Hintergrund dann als Cheat-Programm detektiert hat. Hatte Tina ja beim ersten Account. Tina hatte irgendein anderes Programm noch im Hintergrund auf für ein anderes Game, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, das war ein DPS-Meter von Terra damals. Dass du halt siehst, wer wie viel Damage macht im Dungeon. Weil Terra hatte das ursprünglich nicht drinnen. Und dann war das, ich glaube, von der Community hat dann irgendwann das gemoddet, dass man das sehen kann, genau. Ja, und dann hat Anti-Easy-Scheiß-Cheat Tinas Account mal in Hand gebannt. Und wollten sie auch nicht zurückmachen. Ah, ja, wir sehen, dass sie nicht gecheatet haben, aber den Account können wir nicht zurücksetzen. Das heißt, wenn sie das nochmal spielen müssen, müssen sie ein neues Game kaufen. Also wirklich 1:1 waren das die Worte. Wir sehen, dass sie es nicht gecheatet haben. Wenn sie noch das Spiel weiterspielen, müssen sie einen neuen Account aber kaufen. Was macht die? Er kauft einen neuen Account und wird wieder gebannt. Und dann sagen die wieder nichts dazu. Also wirklich ja, absolute Punkt-Punkt-Punkt-Hurensöhne. Also ganz ehrlich. Und hast du Kanone. Dann wochenlang hin und her schreiben alles, weil die Tina einfach geblacklistet haben. Ihre IP, was sie eigentlich gar nicht dürfen, haben wir danach herausgefunden auch. Weil die nicht einfach jemanden blacklisten dürfen, wenn es klar ist, dass es falsch ist. Vor allem nicht ohne Bescheid zu geben. Das ist das ausschlaggebende Ding. Die müssen dir, glaube ich, erst Bescheid geben, dass du blacklist werden musst. Und nicht, könnte ich einfach sagen, ja, hier, nochmal, kauf es nochmal, ist alles okay. Weil die haben mir einfach 30 Euro. Damals war es 30 Euro, glaube ich, noch. Oder war es schon höher? Ich glaube, es war noch 30 Euro, als das passiert ist. Und wurden ihnen halt einfach 30 Euro geklaut, so gesagt. Und von der Company, das ist halt ein schlechter Scherz. Dann lange rumschreiben alles, weil da fühlt sich wieder keiner verpflichtet davon. Ja, müssen sie mit dem Support, also schreibst du Support an, ja, müssen sie mit Anti-Cheat besprechen. Da haben wir keine Auswirkungen drauf. Schreibst du Anti-Cheat an, ja, nee, ja, müssen sie mit dem Support besprechen. Erstmal alle schon wieder die ganze Verantwortung wegschicken, weil alle scheiße da sind. Also richtig lächerlich. Dann, ich glaube, nach ein oder zwei Wochen rumschreiben ist dann endlich Tina von der Blacklist runtergekommen und konnte sich das Game nochmal kaufen. Also wirklich lächerlich dreimal kaufen, weil die alle scheiße da sind. Und das Anti-Cheat-Programm der größte Hurenmüll ist. Ist halt schon echt ein schlechter Scherz.
Also, wäre das nochmal passiert, oder würde das nochmal passieren, dass Tina einfach gebannt wird, weil das Programm der größte Bullshit ist und eigentlich jede Company, die dieses Programm unterstützt oder benutzt, einfach sich mal schön ins Knie ficken kann, dann werden wir das Game auf jeden Fall nicht nochmal spielen. Da wird Uninstall gedrückt und dann war es das mit dem Spiel für immer. Bei uns zumindest. Ich habe doch gerade neue gebaut. Wo sind die jetzt schon wieder beide hin? Also das war wirklich der größte Scherz. So. Machen wir das hier mal vergrößern. Das war echt, also wirklich, da war richtig pissed. Genau wie damals als Revelation rauskam. Oh wei, oh wei, oh wei. Also Micom ist ja mal die größte Bastard-Company auf der Welt. Also wirklich, Support-Team ist da auch wirklich nur, also der Button ist auch nur Dekoration. Also die haben gar kein richtiges Support-Team. Monatelang hin und her geschrieben, weil irgendwas war, ich weiß auch gar nicht mehr, was das war. Aber es ging auch irgendwo um Geld und dann wollten die das Geld nicht mehr rausrücken, weil die ja Scheiß gebaut haben. Ich weiß nicht mehr, was es war. Also wirklich richtig schlimm. Gar kein Support, genau. Und dann hast du jemanden gefunden, beziehungsweise du erklärst jemanden dann, also hast den Support endlich mal erreicht, die melden sich zurück nach weiß ich nicht wie vielen Wochen und alles drum und dran. Und dann hast du gerade alles erklärt und alles drum und dran. Und dann kriegst du einen neuen dran einfach. Und dann hast du da wieder einen neuen, der keine Ahnung von irgendwas hat. Und dann musst du den auch wieder alles erklären. Ja, hier war das und das, haben schon mit Kollegen geklärt und alles drum und dran. Der hat gesagt, das ist alles so okay, das wird alles so in die Wege geleitet. Ja, nee, davon weiß ich nichts. Können Sie mir das alles nochmal schildern? Ja, fick dich doch, hast du eigentlich den ganzen Tag Zeit da was für euren Scheiß? Also größte Drecks-Company, Micom. Das ist für mich nämlich auch das Problem. Das Game, wie heißt es, das MMORPG, das welches noch rauskommt. Wie heißt es jetzt? Na komm. Wie heißt das denn jetzt? Ashes of Creation. Finde ich, sieht super geil aus. Also ich glaube, dass das Game, wenn die es nicht komplett verkacken mit dem Kampfsystem, weil die jetzt sagen, ja, wir wollten erst Full Action Combat machen, aber wir denken jetzt, ja, so ein Hybrid ist auch cool, weil, ja, wir haben ja 2021, ich meine, wenn das rauskommt, ist 2024 oder so. Ja, da kann man bestimmt nochmal Tap-Targeting machen. Das ist ja, Tap-Targeting wird ja nie alt. Also, ne? Ich glaube, das würde das ganz schön rippen. Mal gucken. Ja, und der Tatsache, dass die für europäisches Publishment MyShit haben wollen, also Micom, da denke ich mir auch, okay. Man hat mit Revelation auch echt gut geklappt. Also, natürlich, du kannst theoretisch, machen, der Publisher kann kein Pay-to-Win reinmachen. Das ist korrekt. Aber was der Publisher machen kann, ist, der kann gewisse Sachen einfach ändern. Wie beispielsweise sowas wie, achso, es geht nur auf. Das geht. Achso, es geht nicht auch in der Ecke. Du musst direkt daneben sein. Na komm, wie heißt's? Der kann sowas ändern wie. Wie heißt der Scheiß denn jetzt? Ja, beim Charakter halt. Beim Charakter halt. Leck mich doch, jetzt fällt es mir nicht ein, wie das heißt. Das, come on, denk nach. Fällt es nicht ein, so eine Scheiße. Ja, fuck, das ist falsch, ja. Er kann das ändern, dass
jetzt, come on. Wie heißt das Scheißwort? Dass du die Charaktere untereinander nicht, dass die nicht verbunden sind. Genau, Lobby-mäßig, Bank. Das ist keine accountgebundene Bank ist. Das war ja ein Revelation, der super geile Scheiß. Du hattest. Wenn du. Also konntest keine Alts machen. Weil jeder Charakter für sich alleine war. Weil du deine Items, wenn du sie haben wolltest, musstest du sie. Also du. Normalerweise hast ja ein Alt. Also du hast einen Main-Charakter und einen Alt, also einen zweiten Charakter. Und da packst du dann einfach Saaten in deine Bank rein und kannst sie dann mit deinem Alt rausnehmen. Nee, das geht nicht. Das wollen wir nicht. Also wäre vielleicht einfach totaler Garbage. Die ganzen Rufpunkte, die du gesammelt hast, waren nur für deinen einen Charakter. Das heißt, wenn du einen neuen Charakter machst, das musst du so alles nochmal von vorne machen. Das ist ein totales Garbage. Das haben die richtig verkackt. Scheiße, Mycom. Was willst du denn hier? Hier ist Sperrzone, Alter. Was ist eigentlich dieses Hurenschaf? Hört darauf, immer rauslaufen zu wollen. Ätzende Viecher hier. Ja, auf jeden Fall so eine scheiß Company. Also ganz einfach, ganz klar. Und ich glaube, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich, selbst wenn das Spiel rauskommt, ich spielen werde, wenn es Mycom hat, dann. Dann würde ich eher auf ein Arsch spielen mit einem 200er Ping als bei MyShit. Weil es einfach eine Garbage-Company ist, also ganz klar, das ist die größte Scheiße, die es gibt. Rolle, nice. Das war nur echt viel. Einmal habe ich jetzt zu viel rausgenommen. Ich will mal schlafen. Ah ja, ganz klar. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel spielen werde, wenn es bei Mycom dann gepublished wird. Ganz egal, wie gut es ist, was eher traurig ist. Weil ich glaube, ich hätte Bock auf das Game. Wenn ich mir die Open Worlds anschaue, finde ich das geil. Weil ich finde halt, eine gute Open World ist sehr wichtig. Wenn es alleine um sowas geht. Und Blender meine ich so, sondern. So. Dann holen wir noch ein bisschen was raus, ne? Ich brauche halt noch ein bisschen Platz. Aber ein bisschen mehr Platz werde ich schon brauchen. Weil die Open World von dem Game ganz geil aussieht. Die Gebiete sehen alle unterschiedlich aus. Du hast, du läufst rum, findest einen Tunnel oder sowas, eine Untergrundhöhle. Allein sowas, dass du eine Höhle hast. Ich meine, Ilion. Das ist ja jetzt in der zweiten Beta zurzeit. Und ich verstehe nicht, wieso die überhaupt so eine Marke kauft. Ich meine, mit logischem Menschenverstand. Du schaust dir das Game erstmal an, bevor du als Publisher und sowas das Game dann, also für das Game bezahlst, also für die Lizenz und alles. Und da ist keinem aufgefallen, wie absolut scheiße das Game aussieht. Die Open World ist ja der größte Müll, den ich je gesehen habe. Also wirklich. Da kannst du auch Minecraft Flatland einstellen, hast wahrscheinlich noch mehr Spaß mit der Welt, weil die ist ja mal das hässlichste, was ich je gesehen habe. Die Gebiete sehen alle gleich aus, bis auf wirklich Texturen, die gefühlt alle dieselben. Hast du einmal kurz das Paint geöffnet, Farbskala geändert, ein bisschen blau oder grün reingemacht und das war's dann. Es gibt keine Berge, es gibt gar nichts. Es gibt keine Höhe, kein. Es ist einfach absolut scheiße. Also wirklich. Das ist die hässlichste Open World, die ich je gesehen habe bei Ilion. Ich ganz, sag auch ganz klar, Ilion wird floppen. Gib den Game, weiß ich nicht. Ich weiß es, um ehrlich zu sein. Ich schätze mal, also nach einem Jahr wird das Game free to play sein, minimal schnellstens. Ich glaube nicht. Ging das nicht mal? Dass du da drunter eine Fackel ausgeschenkt hast, ich hab keine Fackel dabei. Und die dann alle runtergefallen sind, Sand und Gravel. Und dann alle kaputt gegangen sind. Aber ja, Ilion, maximal Nadel ist das Free-to-Play, schätze ich auch bei Sword of Legends.
Sword of Legends ist ein PvE-Game. Also, und das PvE ist dabei scheiße, das ist das Problem. PvP, also ist kein challenge-fähiges PvP, das ist PvP ist Jagir. Und einfach die bessere Klasse als die Rat-OP ist. Weil du halt das Fighters-Game einfach auf Ultis ausbaut. Das ist halt das Problem, ganz klar. Deswegen, du kannst in Games keine Ultis machen. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute da nicht, das nicht checken. Das ist ja in letzter Zeit ganz viel. Das war ja in Terra dann mit der Gunner-Klasse, haben wir es ja eigentlich. Dass jeder Charakter eine Ulti braucht, die alles one-hitted. Außer halt natürlich die alten Klasse. Ja klar, weil das ist ja blöd. Die brauchen das ja nicht. Alle neu kriegen das dann. Aber weiß ich, ich meine, wer denkt sowas? Das ist doch, was ist daran cool? Ich meine, du möchtest, ich finde es doch wesentlich geiler, wenn du mal ein 1 gegen 1 hast beispielsweise. Der muss lange dauern. Ich finde auch, dass die Kämpfe bei Naraka ein bisschen zu schnell sind, meiner Meinung nach. Ich mag's doch. Du möchtest doch einen langen Kampf haben, der an den Nerven zehrt, oder nicht? Du willst doch nicht was haben, was nach 2 Angriffen vorbei ist. Das ist doch langweilig. Und das ist halt das Problem bei Sword of Legends. Dass jeder Charakter auf seine Ulti aufbaut. Du kannst eine komplette Combo raushauen, dann macht der Gegner einen Ulti-Angriff und hat genauso viel Damage rausgehauen. Und das ist halt das Lächerliche. Und das ist halt wirklich absolut lächerlich. Sowas darf meiner Meinung nach nicht passieren. Aber ja, können wir uns direkt so ein Berg in, ein Loch in einbauen, einen Keller. Aber ja, das finde ich echt dramatisch, finde ich das, weil ich meiner Meinung nach killt sowas in MMORPG. Weil ohne dieses ganze Ulti-Zeug würde ich das Game wahrscheinlich sogar noch spielen. Weil das ist für mich der Hauptgrund, warum ich das Game nicht zocke. Weil, das ist einfach lächerlich. Du machst PvP, haust eine ganze Combo raus, dann haut der Gegner eine Ulti auf dich und macht mehr, oft sogar mehr Schaden, basierend auf welche Klasse das ist. Keine Ahnung. Genau wie sowas. Ich verstehe nicht, warum es jetzt immer in dieses, wir müssen möglich gemischte Klassen machen. Ne? Also mit Healer und sowas. Aber das ist Wahnsinn. Ich meine, pack 2 Healer rein, die sich unterscheiden. Einen so eher Passiv-Supporter und einen wirklich Aktiv-Party-Gruppen-Healer. Der halt wirklich, ja, wenn es große Partys hast oder Battlegrounds hast, dann genommen wird. Ein anderes dann eher für Dungeons oder kleinere PvPs wie 3 vs 3 oder sowas. Und nicht sowas wie, ja, der kann DD und Healer spielen und sowas. Oder nur ein, oder der hat so beides gemischt, oder gar keinen Healer. Also, das ist doch scheiße. Ich meine, natürlich ist es blöd, wenn oft sowas ist dann als Healer. Ich meine, ich habe jahrelang Healer gespielt. Dass du dann mehrere Typen hast, also Freunde hast, die dann Duelle machen, alles die ganze Zeit. Und du stehst halt daneben und teilst halt nur. Aber du kannst halt kein Duell machen, weil du halt ein Healer bist. Das verstehe ich. Das ist natürlich blöd. Aber das sind ja so Sachen, darüber ist man sich doch im Klaren mittlerweile. Ich meine, ist ja nicht so, als ob es das erste MMORPG der Welt ist. Ich meine, jeder, der ein MMORPG gespielt hat heutzutage, hat höchstwahrscheinlich vorher auch schon eins gespielt. Und wenn man dann Healer spielt, dann weiß man, was ein Healer so macht und was ein Healer nicht machen kann. Also, was soll der Scheiß? Warum willst du da immer was Neues entwickeln? Vor allem, was scheiße ist. Lass es doch einfach so, wie es ist. Es hat doch immer geklappt ohne Probleme. Das Einzige, was es halt ist, ist Action-Combat. Ich meine, kein. Also, ich verstehe sie. Ich verstehe, wenn du ein Klassiker-Spiel hast. Die Sache ist halt, wenn du heutzutage ein Spiel mit Tap-Targeting reinbringst, du wirst doch niemals die Community von WoW wegbekommen. Sie wird immer wieder zurück zu WoW kommen. Gehen. Die würden. Also. Keine Ahnung. Das einzigste wirkliche Action-Combat-System-Game war Terra. Alle anderen waren halt eher so Hybrid-Scheiße. Und Hybrid-Scheiße ist halt scheiße, das sagt ja schon der Name. Und Terra ist halt mittlerweile absolut dead, weil sie halt das PvP komplett gekillt haben. Dummerweise natürlich. Sonst wäre es wahrscheinlich heutzutage immer noch das größte Game und das Beste. Sag ich ganz klar, vor allem das Schwerste. Dungeon-mäßig ist es heute immer noch das Schwerste, auf jeden Fall. Weil Action-Combat-System einfach Skill verlangt und nicht wie Tap-Targeting einfach nur ja, Movement. Du weißt, wo du hinlaufen musst, zu welcher Zeit und musst einfach nur das richtige Gear haben, damit du genug Schaden machen kannst für Enrage-Timer und einfach von One-Hit-Mechaniken nicht stirbst. Das ist einfach das Problem. Also ja, also ein gutes MMORPG braucht Action Combat, hundertprozentig.
Ansonsten kannst du das Game auch direkt in die Tonne kloppen. Kannst du Rechtsklick drauf machen, löschen und dann hat sich das erledigt mit dem Scheiß-Game. Das ist, meine ich halt. Du brauchst heutzutage nicht ein Tab-Targeting entwickeln oder programmieren überhaupt, meiner Meinung nach, weil es genug Games gibt mit Tab-Targeting bereits, die noch gut laufen und die gut laufen, weil sie wirklich gut sind. Sie WoW, sie RuneScape und sowas. Ich meine, die Games brauchst du doch nicht ablösen, weil die Games gut sind. Denn von denen wirst du die Community, die das Spiel seit 10 Jahren spielt, durchweg, wirst du davon nie wegbekommen. Das heißt, warum willst du überhaupt auf diese Richtung gehen? Dann geh doch lieber auf die Richtung von Action Comet, wo jeder die ganze Zeit fuck Scheiße abbaut da. So, das war für die erste Folge erstmal genug Rant. Sag ich einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.